So, worauf wartet der jetzt eigentlich hier? Ich verstehe, ich habe die Züge losgeschickt, aber ich habe vergessen. Fahr doch einfach. Warum fährst du eigentlich dort unten rein? Muss man das verstehen? Bist du irgendwie dumm? Jetzt ist hier Chaos. Warte mal, hoffentlich fährt der Zug jetzt nicht los. Den muss ich mal anhalten. Jetzt kommt der Zug auch dort rum. Warte mal, erstmal Stopp hier. Jetzt fahr du erstmal raus. Warum fährt er auch dort unten hin? Direkt umdrehen wieder. So. Ja, ich habe natürlich hier dieses Zeug gebaut, aber ich habe dann vergessen, dass natürlich die Züge auch wieder irgendwie zurückfahren müssen auf das Gleis. Geht ja eigentlich relativ einfach, ne? Ich brauche ja bloß hier. Einfach so einen richtig schönen hässlichen Überflieger reinbauen. Das hier wieder und die kriegen doch hoffentlich. Guck mal, es sind so viele Fahrzeuge, da kann man doch bestimmt noch mal noch mal zwei, drei Fahrzeugzüge dorthin bringen. Wie sieht es beim Sprengstoff aus? Da ist auch viel drin. Die kriegen ja auch alles hier, ne? Vielleicht nochmal ein, zwei Sprengstoffzüge. Also das ist natürlich nur im Spiel hier, ne? Also, ne? Sprengstoffzüge nur im Spiel. Das muss man halt dorthin bringen, damit die hier halt ihre Ersatzteile bauen können. Sprengstoff pro Fahrzeug. Ich verstehe jetzt zwar nicht so ganz, was man dort schon so viele, was man da jetzt als wie das Ersatzteil aussehen soll, weil ich meine Sprengstoff, Rohr und ein Fahrzeug, also weiß nie. Oh, Wettingental eskaliert. Aber es ist ja nur im Spiel, ne? Wird auch ganz entspannt. Oh, 300. Ist bei 1 Million. Also das scheint sich wirklich auszuzahlen, dass jetzt hier mehr Zeug angeliefert wird. Und wenn jetzt hier auch noch mehr Fahrzeugteile kommen. So, der hat auch hier maximale Produktion. Fahrzeugteile kann denn so ein Zug transportieren? 382, okay. Hier ist auch schon so viel Wolle drin, dass sich da vielleicht auch schon noch ein zweiter Zug lohnen würde. Auf jeden Fall. Würde sich das. Aber das wäre eher was für die nächste Aufnahme, sag ich mal. Ja, wir haben eigentlich jetzt nur alte Sachen bearbeitet, was ja auch nicht verkehrt ist, weil der Finanzkaiser, den müssen wir ja vom Herzinfarkt bewahren. Ja, die Flugzeuge, die jetzt hier, die scheinen aber auch nicht groß jetzt. Den einen hat man ja rausgenommen, mit Werft statt Dings.
Müssen wir gucken, ob die hier noch aus dem Minus kommen. Aber ich würde mich erstmal freuen, wenn... Ach, wo waren sie? Wenn jetzt die Luftschiffe hier erstmal aus dem Minus kommen, so nach... Och, was hier für Ersatzteile rumliegen. Geil. Kann man da nicht irgendwie anderweitig von mit profitieren? Muss man mal gucken. Genau, wie gesagt, wenn die erstmal aus dem Minus kommen... Bei 1,5 und schon bei 1 Million. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern dann. Wo fliegen die einfach nochmal alle hin? Hier hinten. Achso, der eine bringt einfach bloß hier Ersatzteile für das Ding. Okay, auch lustig. Macht er damit Gewinn? Ja, nicht gerade wenig, ne? So viele Ersatzteile. Es kann natürlich jetzt sein, dass dadurch, dass sie dann das nicht mehr loswerden und dass sich das vielleicht dann auch negativ. Vielleicht kann ich auch einfach ein Flugzeug, ein Dings jetzt hier einsparen. Dann wir machen das mal. Der fliegt auch dorthin, der fliegt dorthin. Ach ja, mal drei sogar. Ne, da kann ich doch jetzt, wenn hier die ganzen, wenn jetzt das so weitergeht, da kann ich doch eh hier einsparen, oder? Bei der Masse, was jetzt hier drin ist und wenn das leer ist, müsste man halt gucken, ob... Aber ich denke mal, dadurch, dass die halt jetzt hier nicht mehr groß warten müssen... Können die bestimmt öfters fliegen und dann passt das. Und da hätte ich jetzt wenigstens ein Verlustschiff. Verluftschiff als Wortspiel. Hätte ich damit jetzt schon mal rausgenommen. Vielleicht. Das sind so nur vier. Na gut, im Durchschnitt machen die Gewinn, ne? So muss man. Oh, jetzt ist der auf Gewinn gesprungen. Vielleicht kann man den dann auch noch hier wegnehmen. Obwohl, der macht letztes Jahr einen Gewinn, ne? Was hat der für jährliche Betriebskosten? Umladen 1 Million. Jetzt ist es wieder hier rumgesprungen. Achso, 4,5 Millionen. Eieiei. Gut, vielleicht kommt das wirklich so nach und nach, dass die hier... Und man müsste halt nochmal gucken, was man hier mit dem Zeug hier noch machen kann. Ob es hier noch irgendwie Sachen gibt, wo man dann die Ersatzteile hinbringen kann. Aber gut, wie gesagt, das war's jetzt erstmal. Was gibt es noch hier, was Verlust macht? Ist nicht mehr viel. Ne? Der große hier, ne, der ist jetzt im Gewinn. Die kleinen Passagierflieger, na gut, die werden subventioniert, damit Burgdorf hier leben kann. Damit die sich einen Austausch haben, ist das eine kaiserliche Subvention. So, und hier haben sie auch noch... Achso, der mit Steffisburg. Und der hier. Küss nach Wasserfront. Was macht der? Ersatzteile. Wohin? Dort runter. Achso, das sind schon die zwei. Ja, müsste man sich in der nächsten Aufnahme einfach mal angucken, wie man das dann regelt hier. Noch ein bisschen. Ich meine, hier ist das auch, ne? Wenn die einfach hier diese Kisten losbringen, dann sind die schon bei vierfach, aber das scheint halt irgendwie nicht zu reichen. Naja, gucken wir uns in der nächsten Aufnahme an. Vielleicht habt ihr dazu auch schon den einen oder anderen Kommentar geschrieben. Und ja, ich denke, wir können ja durchaus mal wieder eine Verabschiedung von Steffisburg machen, wo alles angefangen hat. Wo ist eigentlich unser Hauptquartier? Wir haben uns schon ewig nicht mehr angeguckt. Ach, hier auf der Insel. Ja, nehmen die eigentlich auch Passagiere an? Ich glaube schon. Da kommen die noch Passagiere und Post an. Komm, da bauen wir einfach jetzt hier eine kleine Strecke rein. Dass die Leute auch mal woanders hin können.
Wenn ich mal so eine richtig cozy Fähre hier. So, wir hier herpendeln. Post nehmen sie auch an, ne? Hier für Post ja das Ding hier irgendwo. Ja, komm, wir nehmen das gleiche einfach. So, Passagiere ist die 451. Post die 452. Vielleicht lohnt sich ja die Route. Da es ja eine firmeninterne Route ist, ist es egal, ob das Ding Gewinn macht oder nicht. Man könnte natürlich auch hier rüber noch eine Straße bauen, dann würde es ja heißen, dass die sich dort ansiedeln. Und das ist halt die Frage, ob das sein muss. 6 Passagiere mitgenommen. Das ist so wie Hamburger Hafen, diese Fähren, ne? So ist das jetzt ungefähr. Na gut, jetzt aber wirklich Verabschiedung. Von Steffisburg mit Blick aufs Hauptquartier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei Oben dran zu sagen, Deluxe. Und wie gesagt, jetzt in den Sommermonaten Juli, August und ja, sagen wir mal so Mitte September rein. Oben TDD nur noch jeden zweiten Tag. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Wie gesagt, hängt damit zusammen, weil Hitze und keine Lust, dann hier bei 30 Grad aufzunehmen. Jetzt ist bei mir aktuell 26 Grad drin. Kannst einfach die Fenster aufmachen, wie du willst. Es wird nicht kühler, auch wenn du nachts die Fenster aufmachst. Da habe ich mir so gedacht, na gut, da muss man jetzt auch nie ständig am Aufnehmen sein. Sweet Transit bleibt so, wie es ist. Aber wie gesagt, Open TDD. Jetzt, bis es wieder ein bisschen kühler wird. Nur noch jeden zweiten Tag. Dienstag, Donnerstag und Samstag müsste das sein. Jo. Das war es also soweit hier von Steffisburg. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.